Es sind Aufnahmen einer wahrlich ungewöhnlichen Entführung. Im berühmten Krüger Nationalpark in Südafrika hat eine Pavianmutter ein Löwenbaby entführt und will es nun offenbar selber aufziehen. Diese Situation haben Touristen und Kurt Schulz vom gleichnamigen Safari-Unternehmen beobachtet. Er hat die Fotos gemacht. Wie Schulz der deutschen Presseagentur sagte, habe eine Gruppe von Pavianen das kleine Löwenbaby auf einen Baum verschleppt. Zuerst sei davon ausgegangen worden, dass es schon tot ist. Die Paviane sollen demonstrativ lieb mit dem Löwen umgegangen sein. So sollen sie beispielsweise nach Flöhen in seinem Fell gesucht haben.